Wander von Lovie Hart. Heute herzlich willkommen zu dieser Episode Relax-Vorlage. Und ich freue mich, dass heute hier Sabina mit mir ist und wir zusammen diesen ganz einfachen Demo-Test machen. Dieser ist hilfreich, indem dass du für dich jeden Tag deine Tagesfarben finden kannst und die dich dann durch den Tag begleiten können. Dazu benutzen wir diese Relax-Vorlage, die hier auf der Vorderseite 11 Farben haben und auf der Rückseite ist die 12. Farbe. Und so lege ich jetzt das hier für dich hin und du darfst jetzt etwas auswählen mit deiner rechten Hand die Farbe hier abziehen und das so in der Hand halten, genauso mit dem Daumen auf der Farbe und mit deiner linken Hand eine weitere Farbe aussuchen. Ja, jetzt hast du zwei Lovie Hart ausgesucht und wir können schauen, was dann die Farbe bedeutet über die Farbtherapie. Und dazu habe ich mich entschieden, dass ich drei Begriffe nehme aus diesem umfassenden Wissen aus der Farbtherapie. Es sind drei Begriffe, wo die Menschen sich vielleicht am einfachsten damit in Beziehung bringen können. Und wir lesen da bei Magenta, was die Farbe auf der rechten Hand ist, ist qualitätsbewusstsam, achtsam und Liebe im Detail. Und dann gehen wir zu der linken Hand, wo das Orange ist. Und hier haben wir Spontanität, Harmonie und Erfüllung. Ja, du hältst sie schön in der Hand und das lassen wir noch so einen Moment. Ich möchte dir gerne noch zeigen, dass auch die Farben einen Bezug direkt zum Körper haben. Und wenn wir jetzt sehen, dass Sabina auf der rechten Seite die Farbe Magenta hat, dann ist das die Farbe, die noch den Kopf berühren, doch auch eben aus dem Physischen herausgehen. Das ist die erste und einzige Farbe, die einen physischen und einen nicht physischen Bezug hat. Und dann das Orange ist hier das zweite Energiezentrum auf der unteren Drittel vom Körper. Und die rechte Seite hat den Bezug zu Yang, das heißt, das ist repräsentiert gerade jetzt ein innermännliches. Und dann haben wir auf der linken Seite das Yin, was hier jetzt im Orange repräsentiert, das innere weibliche. Ja, wie fühlt sich das jetzt so an, diese zwei Farben? Sehr gut. Ich liebe Lovie Hart, das muss ich sagen, auch zum Publikum. Die geben mir einen ganz starken Impuls und im Moment merke ich zum Beispiel, der erste Körperteil, der sehr stark reagiert hat, sind bei mir die Beine. Ich spüre so einen elektrischen Fluss, Oberschenkel, Unterschenkel. Ja, vor allem die Beine im Moment sehr stark. Die Ärmel fangen auch an, das ist auch meine Erfahrung, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt, dann fängt dann das System noch mehr sich zu verbinden mit diesem Impuls. Ja, also das geht weiter und weiter. Ich merke jetzt auch, wie der Oberkörper anfängt zu kommen, die rechte Seite und die linke Seite. Und was das Schöne ist und das Interessante, was du jetzt reflektierst und wichtig ist, bei jedem ist es anders, weil Lovie Hart über die Farbe gibt es Impulse in den Körper und diese Impulse sind individuell. Was hier jetzt spannend ist, beide Lovie Harts, die hier gewählt sind, auf Yang und auf Yin, haben beide auch Rotanteile.
Das Magenta hat Rotanteile und natürlich auch im Orange sind versteckt Rotanteile drin. Dass jetzt die Energie erst unten beginnt zu prickeln, wenn ich jetzt so sagen darf, ist nichts anderes, dass einfach Lovie Heart eine Intelligenz hat, die in sich weiß, wo der Impuls im Körper eine Bewegung auslösen darf und soll. Weil Farbe ist eine ganz feine Frequenz und diese Frequenz geht in Resonanz mit dir bzw. mit dem, was gerade in dir ist. Und heute hast du diese zwei Farben ausgewählt, morgen mögen das andere Farben sein. Und das ist die Idee, dass jeden Tag jeder für sich neue Farben wählt. Und jetzt kommen wir zum Ende von diesem Demo, von diesem Test. Magst du die zwei Lovie Heart austauschen? Einfach das Rechte in das Linke, Linke ins Rechte und einfach jetzt auch mal spüren. Ja, es hat sich sofort geändert, es ist sehr interessant. Es ist wie wenn die Vibration in den Beinen sofort vor allem bei den Oberschenkeln aufgehört hat. Ich habe sie noch ein bisschen bei der Unterschenkel gespürt. Und der Rumpf reagiert jetzt stärker. Es hat einfach eine größere Dimension, mehr Präsenz und etwas Neues fängt sich an zu sortieren. Und ich weiß, dass da brauche ich jetzt einen Moment Zeit, um schauen, wo will dieser Impuls, was will er bewegen, was will er neu organisieren. Ja. Das Interessante ist, wenn jetzt das Rechte, was ja Yang, der innere Yang in dir, ausgetauscht wird mit dem inneren Yin, dann sagt ja der Körper, Moment mal, ich habe intuitiv über mein Gefühl aus den 12 Farben hier ganz spezifisch rechts eine Farbe ausgewählt und links eine andere Farbe. Und das gibt einen Impuls und dieser Impuls ist in Resonanz, weil du das aus deiner Intuition spürbar ausgewählt hast. Jetzt kreuzen wir etwas. Und da sagt der Körper, Stopp, Moment. Und in diesem Stopp, in diesem Moment, sind ja immer noch diese zwei Basisfarben, die ausgewählt sind, vorhanden. Und jetzt hat der Körper was zu tun. Der Körper nimmt diese Impulse auf und beginnt damit zu arbeiten. Und die Arbeit ist immer, das in Balance und in Ausgleich und in Harmonie zu bringen. Es gibt Menschen, wenn ich sie darauf anspreche, magst du das austauschen, die sind inner Sekunden irritiert, bis hin zu einem Unwohlgefühl, das sage ich natürlich sofort, bitte wechsle das wieder in das Original zurück. Mhm. Doch wenn jemand jetzt, so wie Sabine sagt, nein, ich mag dann jetzt mal nachgehen, ich mag das jetzt mal spüren, dann arbeitet jetzt der Körper so lang, bis diese Impulse in Harmonie sind und dann ist es ruhig. Mhm. Ja. Was kannst du jetzt damit machen? Die Idee ist, dass du am Morgen aus deiner Relax-Vorlage deine Farben aussuchst. Und dann steckst du sie als Frau in den BH oder in die Hosentasche. Das mache ich gerade. Und nachher werden wir dir noch eine weitere Idee zeigen, wie du die Lovie Heart tragen kannst. Und du als Mann kannst sie in die Hosentasche schieben und dann so auf Reisen gehen, auf deine täglichen Aktivitäten. Die Lovie Heart sind mit dir und geben dir durch den ganzen Tag deine Impulse. Wenn du am Nachmittag dran denkst und diese Lovie Heart aus der Tasche ziehst und die dann eben in den Austausch bringst, kreuzt
und wieder einsteckst, dann arbeiten die weiter bis am Abend. Ja, das ich möchte noch etwas dazu sagen, was für mich auch ganz schön ist, wenn ich auf Reise gehe, dann habe ich die im Rucksack, wenn ich im Flugzeug oder im Zug bin. Und dann habe ich gemerkt, manchmal ist das sehr schön, die auf der Lehne vom Sitz, wie sagt man, vom Sitz im Flugzeug und einfach dieser Impuls durch den Rücken hineingehen zu lassen. Oder als ich in den Ferien war und ich hatte sehr wenig von meinen Medikamenten und Tropfen und ich hatte plötzlich so Bauchweh. Und dann habe ich das einfach auf dem Bett gelegt und bin draufgelegen. Und das hat mir sofort ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und der Schmerz hat sich auch angefangen zu transformieren. Und ich liebe einfach sehr kreativ zu sein mit dem Lovi Heart. Ich glaube, es gibt keine Grenzen, wie man die... plötzlich habe ich gedacht, jetzt probiere ich diese weiße Lovi Heart auf den Kopf. Was passiert durch diesen Impuls? Und so weiter. Schön. Ja, das wollte ich noch sagen. Ja. Und am Abend, wenn du dich ausziehst und bereit bist, ins Bett zu gehen, dann klebst du die Lovi Heart wieder auf diese Vorlage zurück. Durch das, dass sie mit einem Doppelklebband festgemacht sind, drückst du sie einfach drauf und nimmst die mit ins Bett. Du legst sie unter das Fixlingtuch, unterhalb Nackenhöhe, Rückenhöhe oder wo immer du empfindest, bis unten zu den Füßen schiebst du sie rein und das heißt, du hast die ganze Nacht diese Impulse, die dich begleiten. Am Morgen ziehst du sie wieder aus dem Bett, schaust es an und wählst deine Lovi Heart. Das ist eine tägliche Routine, die dir weniger als eine Minute Zeit braucht und so eine unwahrscheinliche Kraft, einen Impuls, eine Harmonisierung den ganzen Tag übergibt. Und übrigens auch für Kinder. Kinder lieben Lovi Heart. Natürlich, sie lieben diese klaren, intensiv leuchtenden Farben und sie fragen nach den Lovi Heart. Wenn die Mutter das einmal gekauft hat und bei sich hat, dann sagen sie, ich will das auch. Und so ist es einfach eine wunderbare Art, mit Farben auf einem 4-5 cm kleinen Lovi Heart unterwegs zu sein und diese Impulse zu nutzen. Dankeschön. Dankeschön. Und ich danke dir.